Wie bereits Anfang des Monats angekündigt, haben wir gesagt, wir werden einen Individualantrag beim Verfassungsgerichtshof einbringen. Warum, wieso, der Hintergrund? Es geht um Anrainerschutz aufgrund der Auswirkungen des gestern kommunizierten Nichtraucherschutzgesetzes, das mit 1. November 2019 in Kraft treten soll. Ein an sich spannendes Thema, weil aus meiner sehr persönlichen Sicht ein absolut nicht zu Ende gedachtes Gesetz, ein sehr kurzfristiges Gesetz, das hier erlassen wurde. Und die Auswirkungen, die kommen werden, sind natürlich sowohl für Gastronomen als auch für Anrainer nicht vorhersehbare. Für österreichische Verhältnisse nicht vorhersehbar, weil sonst hätte man vielleicht über den Tellerrand der Republikgrenzen geschaut und hätte angesehen, was in anderen Ländern passiert ist. Wir haben gesehen, dass in Deutschland zum Beispiel von 16 Bundesländern haben 13 zurückgerudert und haben gesagt, so kann es nicht funktionieren. Ja. Und haben dann, es gibt zum Beispiel die oft zitierte Berliner Lösung, dass man gesagt hat, die Anrainer vor der Tür verursachen Lärm, verursachen auch sehr viel Müll. Ja. Und deswegen hat man wieder die Regelung eingeführt, dass in einem gewissen Zeitraum, 22 Uhr bis 6 Uhr, 20 bis 6 Uhr, wie auch immer, die Möglichkeit wieder eingeräumt wurde, in dafür vorgesehenen Räumlichkeiten zu rauchen. Für uns eine ganz einfache Lösung, indem man sagt, die Räumlichkeiten gibt es. Ja, man wurde ja dazu bereits genötigt, unter Anführungszeichen hier diese Trennung zu machen. Dem kamen die Gastronomen auch nach. Es gibt diese Einrichtungen. Ob man dann diese Einrichtungen bewirtschaftet mit einem Service, ohne Service, um den Angestellten oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen, das steht im Raum. Der Verfassungsgerichtshof hat ja bei dem Individualantrag der Uli Simmer gesagt, es wäre zulässig, dass hier Service betrieben wird. Das wäre aber auch etwas, wo wir sagen, na gut, wenn das ein Knackpunkt ist, an dem soll es nicht scheitern. Wir wollen einfach das gute Einvernehmen, das Nachbarschaftliche, das wir haben mit den Anrainern österreichweit so aufrechterhalten, dass sowohl die Betriebsstunden weiterhin durchgesetzt werden können oder auch betrieben werden können und dass es hier die Möglichkeit gibt, diese Einrichtungen weiterhin zu betreiben. Der Individualantrag ist keinesfalls eine Verharmlosung der gesundheitlichen Schädigung des Rauchens. Das ist uns allen bewusst, das wissen wir. Wir sind alle alt genug und wir wissen auch, was wir tun. Das Jugendschutzgesetz wird seit Jahrzehnten eingehalten von den österreichischen Gastronomen, genauso wie auch das Mitarbeiter- oder Angestelltengesetz wird eingehalten. Wir überprüfen das, das ist alles gut und es wird auch der Nichtraucherschutz eingehalten. Ja, also das ist es ist auf keinen Fall ein Jubelbrief oder gar ein Freibrief für die Gastronomen zu machen, was sie wollen. Das auf keinen Fall. Ganz allein, es richtet sich einfach um die Tatsache, dass man sagt, was passiert in weiterer Folge mit den Anrainern. Das, was wir heute haben, so wie gestern kommuniziert, ist kein, aus meiner persönlichen Sicht kein Gesetz. Es ist eine Übergangslösung, verzeihen Sie, es ist auch keine Lösung, es ist eine Übergangsregelung. Zu Ende gedacht wurde hier nicht. Lösungen, die die Gastronomie aus der jahrelangen Erfahrung anbieten kann, wurden nicht gehört. Wir sind gespannt, was kommt und der nächste Schritt, den wir setzen, ist eben das Einbringen des Individualantrages. Womit sind wir konfrontiert? Wir haben in jedem Individualantrag zunächst den Sachverhalt darzulegen. Wir sind Gastronomen, eine Vereinigung von Gastronomen, die sich gegen das jetzt in Kraft getretene und mit Wirksamkeit 1.11.2019 in Kraft getretene absolute Rauchverbot wehren. Wir können das nur, und das nehme ich vorweg, gegen die gesamte Bestimmung tun. Wir können nicht eine Ausnahmeregelung für die Nachtgastronomie in das Gesetz erzwingen, sondern wir sind gezwungen, die gesamte Regelung anzugreifen. Das heißt, wir wenden uns in einem ersten Schritt gegen die Novelle als solche. Wenn dieser Antrag erfolgreich wäre, dann würde die bestehende Rechtslage, wie wir sie jetzt kennen, auch weiter gelten. Wir sind Betriebe, die sich in einem Bereich aufhalten, wo nur Erwachsene Zutritt haben. Wir haben Altersbeschränkungen, wir haben Öffnungszeiten in der Regel von 22 Uhr bis 6 Uhr in der Früh, also wirklich nur die reine Nachtgastronomie. Und wir haben jetzt schon teilweise Probleme mit dem Anrainerschutz. Ich glaube, das Thema ist jedem hier am Tisch bekannt, mal weniger, mal mehr. In der Nacht geht es natürlich gerade, wenn man ein, zwei Bier vielleicht zu viel hat, ein bisschen laut dazu vor den Betriebsanlagen. Was ist die Folge? Es gibt Bescheide, dass die Sperrstunden verkürzt werden oder eine andere Möglichkeit, die Behörde schreibt nachträgliche Auflagen vor. Mit diesen Dingen sind wir konfrontiert und es liegt ganz klar auf der Hand, wenn wir bei einer Raucherquote von 30% in Österreich jetzt ein absolutes Rauchverbot für die Nachtgastronomie einführen, führt das nach der allgemeinen Lebenserfahrung dazu, dass 30 bis 40, vielleicht sogar 50% der Gäste, die rauchen, gezwungen sind, vor das Lokal zu gehen.
Und genau das ist der Punkt, den wir aufgreifen, der in der gesamten Diskussion, und wir haben uns die Gesetzesmaterialien ganz genau angesehen, kein einziges Mal angesprochen, andiskutiert wurde. Wir haben das große Problem in der Nacht, wo es natürlich auch ruhig sein muss. Wir haben zwar in Österreich keine normierte Nachtruhe, das gibt es nicht, aber wir haben Ruhestörungen, wir haben einfach das Problem mit Lärm, mit Geruch auch in der Nachtphase, und genau das ist überhaupt nicht berücksichtigt worden. Und das ist der Punkt, wo wir als Nachtgastronomen nach unserer österreichischen Bundesverfassung berechtigt sind, ein Gesetz anzugreifen. Wir, jeder kann das, wenn er unmittelbar durch ein Gesetz betroffen ist und wenn ihm nicht die Möglichkeit offen steht, sich gegen das Gesetz anders zu wehren, zum Beispiel einen Bescheid zu erwirken. Wir können nicht einen Bescheid beantragen, dass wir eine Ausnahmeregelung bekommen. Diese Möglichkeit sieht das Gesetz nicht vor. Daher wirkt das Gesetz unmittelbar für uns und damit müssen wir uns gegen das Gesetz wehren. Das steht im Artikel 140 des Bundesverfassungsgesetzes. Und diese Möglichkeit ergreifen wir, haben das auch in unserem Antrag hinreichend dargelegt. Es gibt genug Vorjudikatur, auch und gerade im Zusammenhang mit der Raucherregelung 2009, 2008, wie schon das getrennte Raucher- und Nichtraucherbereich-Thema virulent wurde, haben sich auch einige Menschen an den Verfassungsgerichtshof gewarnt. Und genau diese Judikatur ziehen wir heran. Das ist der Punkt, der formaljuristisch wichtig ist. Auf der fachlichen Ebene ist uns ganz wichtig, wir verharmlosen den Nichtraucherschutz nicht. Und es ist allen klar, dass Nichtrauchen der beste Gesundheitsschutz gegen Lungenkrebs ist. Brauchen wir gar nicht reden. Wir wissen aber auch, dass wir in Österreich das absolute Schlusslicht sind und auch als Aschenbecher von Europa bezeichnet werden. Und das Ganze aufgrund einer Studie. Diese Studie haben wir auch in unserem Antrag zitiert. Diese Studie, und das ist wesentlich, vergibt Punkte. Jeder Staat kann bis zu 100 Punkte erreichen. Und je nachdem, wo er seine Punkte liegen lässt, liegt er auf einer vorderen oder einer hinteren Stelle. Wir in Österreich liegen mit 36 Punkten ganz am Schluss. Das Wesentliche ist, diese Punkte werden in 6 Kategorien eingeteilt. Und nur eine Kategorie betrifft die Gastronomie. Wir in Österreich haben so viel Nachholbedarf in der Prävention. Wir haben so viel Nachholbedarf, was Information betrifft, den Rauchern gegenüber, dass wir so unsere Argumentation zuerst bei Maßnahmen ansetzen müssen, die den Raucher selbst treffen. Und erst in einem zweiten Schritt Grundrechte und die Erwerbsfreiheit und das Eigentumsrecht und die allgemeine Handlungsfreiheit eines Einzelnen sind Grundrechte. Also ich muss erst bei dem eingreifen, beim Raucher selbst, bevor ich andere Grundrechte beschneiden muss. Und das ist ein Grund, wo wir sagen, das ist ein unverhältnismäßiger Eingriff, daher nicht sachlich und daher gleichheitswidrig. Und der zweite ganz große Punkt, wie gesagt, ist das Thema des Anrainerschutzes. Das Thema Anrainerschutz ist deswegen wichtig, weil der Verfassungsgerichtshof in etlichen Entscheidungen zu Gastgärten erkannt hat, dass mit offenen Flächen Probleme bestehen, mit Lärmbelästigung, mit Geruchsbelästigung und daher genau diese Bereiche einer Regelung unterworfen werden. Und wenn ich jetzt Gäste dazu zwinge, das Lokal zu verlassen, durch gesetzliche Regelungen, provoziere ich genau diesen Missstand, den der Verfassungsgerichtshof schon einmal anerkannt hat und dem Gesetzgeber in die Schranken gewiesen hat und ihm mitgegeben hat auf den Weg, da muss man eine Genehmigung einführen. Und der letzte Punkt, der aus unserer Sicht ebenfalls schlagend sein könnte, ist die ungerechtfertigte Gleichsetzung zwischen Nachtgastronomie und normaler Gastronomie. Ich glaube, es ist absolut klar, und das haben wir wahrscheinlich alle einer Meinung, dass man in der normalen Gastronomie niemand mehr das Rauchen gestatten möchte. Das ist gesellschaftlich verpönt, das ist auch im Hinblick auf den Kinder- und den Jugendschutz nicht sinnvoll, dass man dort beim Essen mit einer Zigarette sitzt. Das wollen wir auch nicht, das verstehen wir auch. Es ist aber ein Riesenunterschied, ob ich in der Nachgastronomie, wo erwachsene Menschen, die
selbstständig entscheiden dürfen, wo wir alle sagen, wir sind frei, wir dürfen tun, was wir wollen, wir dürfen auch Bungee-Jumpen, wir dürfen auf der Börse pokern, wir dürfen Auto fahren, wir dürfen frei entscheiden, ob wir in der jetzigen Rechtslage einen Raucherbereich aufsuchen oder nicht und dort ab 18 Gas geben bis in die späten Morgenstunden oder ob ich mit meiner Großmutter zum 60. Geburtstag essen gehe und dort die ganze Familie einlade. Das sind einfach Unterschiede im Faktischen, die der Gesetzgeber nicht berücksichtigt hat.